Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial in Minecraft Live in the Woods. Heute aus der Kategorie The Vegan Option. Der liebe Alge Friday hat gefragt, wie man aus Jute Burlap herstellen kann, um damit Rucksäcke und weiteres zu craften. Das zeige ich euch heute im Video. Also, los geht's! Um die Alternative zu Leder zu besorgen, benötigen wir ganz am Anfang Jute und die bekommen wir, indem wir Farn abbauen. Ich nehme den Farn erstmal mit, um ihn danach zu vergrößern, denn wir brauchen zwei Block hohen Farn. Den können wir eigentlich auch so abbauen, aber es ist eben halt einfacher, wenn man den einfachen auch mitnimmt. Den kann man mit einer Schere abbauen. Nachdem wir den abgebaut haben, suchen wir uns einfach einen Lagerplatz bei unserem Startplatz zum Beispiel und benutzen Knochenmehl, um ihn zu vergrößern. Das heißt, wir benötigen Farn und Knochenmehl. So, jetzt platziere ich erstmal den ganzen Farn, den ich so mitgenommen habe, um ihn zwei Block hoch zu machen, weil der ein Block hohe Farn bringt uns erstmal nichts. Jetzt vergrößern wir den Farn erstmal mittels unseres Knochenmehls und man sieht schon, man kriegt den zwei Block hohen Farn. Und hier gibt es etwas ganz Wichtiges zu beachten: Wenn man den abbaut, um Jute zu bekommen, muss man immer den unteren Block abbauen, nicht den oberen Block. Wenn man den oberen Block abbaut, macht man einfach nur den Farn kaputt. Von meinem kleinen Jute-Abbauen habe ich jetzt 23 Jute-Stocks gekriegt. Die nehmen wir jetzt mit zur Workbench und werden die zu bündelt Jute umbauen. Dazu platzieren wir einfach die ganze Jute in den kompletten Handwerksfenster, so einmal komplett, wie als wenn wir Kohle zu Kohleblock machen würden, und kriegen dann die Jute, also die gebündelte Jute. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Wir müssen die gebündelte Jute zum Wasser bringen und die im Wasser platzieren. Also so, dass sie von Wasser bedeckt ist. Das geht witzigerweise auch nebeneinander. Ich weiß nicht, wie viel Wasser ganz ehrlich die Jute erreichen muss, aber man kann sie halt einfach da drin platzieren. Danach erscheint unten rechts ein kleines Fenster, dieses Tooltip-Fenster, und das zeigt ein Processing, also einen Wert, wie weit die Jute jetzt sich verarbeitet hat. Das Ganze geht relativ schnell, ich habe hier einen kleinen Zeitraffer drin und also es war eigentlich kein Problem. Wenn die auf 100% steht, dann wird sie so grau und dann kann man sie auch einfach abbauen. So, daraus bekomme ich jetzt diese kleinen Dinger. Das heißt, wir haben über die Jute, Bündeljute hergestellt, die im Wasser verrotten lassen und Jute Fiber gekriegt. Das Jute Fiber platzieren wir jetzt einfach in so einem kleinen Viererkästchen oben in der Workbench und daraus kriegen wir Burlap, was sozusagen Sackleinen auf Deutsch wäre. Ihr kennt das alle aus diesen Leinsäcken. Und das ist jetzt einfach unser Ledersatz. Wir können damit fast jedes Rezept nachbauen, was auch mit Leder geht, zum Beispiel Schuhe. Oder hier zeige ich nochmal, wie man einen Hut macht. Man kann auch die normale Rüstung machen und so weiter. Ich zeige nochmal ein paar Rezepte hier jetzt. Und zwar wäre da, wie gesagt, die normale Rüstung, aber auch zum Beispiel der Item Frame, also der Rahmen, kein Problem. Wir können auch einen Rucksack damit machen, das heißt, wir müssen keine Kühe mehr schlachten, um einen Rucksack zu bauen. Wir können das Leder aber auch upgraden, das heißt, wir können auch Tanned Leather damit machen, gebundenes Leder, dass wir dann nachher brennen können und dann das bessere Leder kriegen für den großen Rucksack. Man kann auch Bücher damit machen und das ist vielleicht wirklich eine kleine Alternative zur normalen Bücherherstellung. Und ja, es geht auch Hardened Leather, mit dem Hardened Leather, das ganz einfach Leder bzw. Burlap und Wachs, können wir eine Hardened Leather Rüstung machen. Ist jetzt die Frage, die wird wohl ein bisschen schwächer als eine Eisenrüstung sein, aber die könnte man jetzt auch damit herstellen. Am Ende wird es wieder einen kleinen Extra-Tipp geben, also dranbleiben lohnt sich. Ich möchte mich hier nochmal für die Unterstützung in den letzten Tagen bedanken. Ich bin echt begeistert und vielen Dank für die ganzen Abonnenten. Das hilft mir wirklich, hier weiterzumachen und gibt mir die Motivation, noch viele coole Videos zu schaffen. Wenn auch du mich unterstützen möchtest, lass mir einfach ein Abo da. Ich freue mich wahnsinnig darüber und dann werde ich damit noch viele coole Projekte umsetzen und du wirst nichts verpassen. Lass mir einfach eine Bewertung da, falls euch das Video gefallen hat. Und falls ihr noch Fragen habt zu Minecraft Life in the Woods und die Mods da drin, einfach ab in die Kommentare. Und damit willkommen zum Profi-Tipp. Es geht darum, den Farn zu vermehren, um Jute auch wirklich in Reihe zu produzieren. Denn bis jetzt konnten wir nur Farn finden und Farn vermehrt sich anscheinend nicht von alleine. Das ist das, was ich gefunden habe. Zu den einzelnen Möglichkeiten. Wenn man Farn anbaut und mit der Schere abbaut, kann man ihn einfach mitnehmen. Wenn man Farn anbaut und ihn mit Knochenmehl groß macht und dann nicht unten, sondern oben abbaut, bekommt man gar nichts. Unten würde man ja die Jute kriegen. Wenn man Farn anbaut und ihn groß macht und ihn dann mit der Schere abbaut, dann bekommt man zwei Farn. Und so kann man Farn vermehren. Einfach unten mit einer Schere abbauen, wenn man doppelt groß hat. Ich hoffe, damit habe ich wenigstens euer Abo verdient. Und damit wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen richtig geilen Tag. Minecraft Live in the Woods. Bis dann. Ciao.